Jo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Brotato auf meinem Kanal. Und heute werden wir eine interessante Kombination austesten, die mir spontan eingefallen ist, nämlich der Ritter plus der Masochist. Wir werden mit dem Schwert starten, ganz klassisch. Ihr seht links wieder die Debuffs, die wir bekommen, dadurch, dass wir die Mod benutzen und zwei Charaktere kombinieren. Und gehe natürlich rein auf Gefahr 5 im Endlos-Modus, bevor ich aber den Run starte. Wenn ihr mich unterstützen wollt, weil euch meine Videos gefallen, lasst mir sehr gerne ein Like auf diesem Video da und folgt meinem Kanal. Ich würde mich freuen. Jetzt gehen wir rein auf Gefahr 5 im Endlos-Modus. Und ach ja, genau, wenn ihr noch auf meinem Discord vorbeischauen wollt, der Link ist auch in der Videobeschreibung. So, jetzt aber. Ja, Leute, Masochist. Heißt natürlich, wir müssen erstmal schön in die Gegner reinrennen. Aber wir kriegen... Das sieht doch richtig übel aus in der Kombination. Schaut euch mal die Augen an. Sieht eigentlich ziemlich geil aus. Das sieht richtig böse aus einfach. So, also der Ritter ist wie üblich. Wir kriegen Nahkampfschaden für Rüstung. Wir starten mit 5 Rüstung. Wir können keine Fernkampfwaffen ausrüsten. Angriffstempo ist 50% schwieriger zu kriegen und Ernte ist 80% reduziert. Können wir also auch eigentlich komplett vergessen. Der Masochist ist auch wie immer 10 Leben, 20 Regeneration, 8 Rüstung, was natürlich geil ist mit dem Ritter, weil wir da nochmal mehr Schaden bekommen. Und minus 100% Schaden. Und ihr kennt das ja, mit dem Masochist müssen wir Schaden nehmen, damit wir 5% Schaden pro Tick kriegen wir 5% Schaden wieder. Und das habe ich jetzt kombiniert, weil dadurch kriegen wir 4 Rüstung, 4 Regeneration am Anfang. Und ich denke, wenn wir die richtigen Items bekommen, könnte das eine sehr, sehr potente Kombination sein. Ah, komm, wir nehmen mehr Gegner, let's go. Dadurch, dass wir so viel Rüstung haben, können wir am Anfang sehr gut in die Gegner reinrennen. Dadurch, dass wir so viel Regeneration haben, können wir noch besser in die Gegner reinrennen. Und einfach alles ignorieren. Ritter halt hat das übliche Problem, Angriffstempo ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, wenn wir unseren Damage so krass hochknallen, durch den Masochisten, wenn wir irgendwie die Blutspende bekommen oder, ja, ist das die blutige Hand, dann ist natürlich komplett vorbei. So. Dann rennen wir einfach nur noch die Gegner tot nach einer Zeit, weil wir so viel Schaden dazu bekommen. Ja, Cyberball kann man nicht immer mitnehmen. Ein bisschen Glück werden wir bestimmt bekommen. Nahkampfschaden brauchen wir eigentlich nicht. Wir werden nämlich alles unseren Schaden über Rüstung holen, denke ich. Wir werden eigentlich nur auf Rüstung gehen, dadurch extrem viel Nahkampfschaden bekommen. Regeneration wäre nicht schlecht. Ich hole noch mehr Regeneration. Da sehe ich mich doch. Also unser ganzer Nahkampfschaden wird einfach über Rüstung kommen und wir werden dann einfach übel viel Rüstung haben, extrem viel Schaden haben. Und da müssen wir uns nur noch darum kümmern, dass wir irgendwas kriegen, dass wir halt Damage over Time bekommen. Aber vielleicht habe ich ja Glück und die blutige Hand kommt. Die ist in letzter Zeit echt oft gekommen. Blutspende kann natürlich auch noch kommen. Und das war's dann eigentlich auch schon. So, kochendes Wasser brauchen wir überhaupt nicht. Hier tatsächlich wieder Rüstung. Noch mehr Gegner. Wer hat die Items ein bisschen billiger machen, ist denke ich auch nicht schlecht. Natürlich sind wir jetzt in den ersten Wellen so dermaßen overpowered, dass wir uns, glaube ich, wenig Sorgen machen müssen um irgendetwas. Wir haben extrem viel Rüstung, was man ja auf dem Ritter eh schon hat. Und dann noch
die ganze Regeneration und so. Also ich denke, da wird erstmal ein bisschen dauern, aber natürlich später kommt so der Punkt, wo es dann doch irgendwann schwieriger wird. Und Rüstung auch nicht mehr so viel ausmacht. Klar, Rüstung ist immer gut zu haben. Oh, ein Plasmahammer. Das wäre doch mal was auf dem Ritter. So ein Plasmahammer. Leute, wir nehmen einfach mal einen Plasmahammer mit. So ein Plasmahammer auf dem Ritter stelle ich mir lustig vor. 150% Nahkampfschadenskalierung, wenn wir sowieso extrem auf Nahkampfschaden gehen durch unsere Rüstung. Nehmen wir einfach mal einen Plasmahammer-Ritter mit. Das klingt so, als würde es auf jeden Fall gut reinscheppern, wenn wir da viel Schaden bekommen. Nice, eine Kiste nehmen wir mit. Ja, gut, Technik ist jetzt nicht so hilfreich, muss ich zugeben. Angriffstempo nehme ich mit. Und jetzt kommt der Plasmahammer, Baby. Den habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Muss ich zugeben. Plasmahammer war auch schon lange nicht mehr in meiner Hand. Aber der ist sehr, sehr potent und macht natürlich auch eine Menge Schaden. Und hat noch den AOE durch die Explosion. Also ich denke, wenn wir mehr von denen kriegen, werde ich die nehmen. Und werde die Schwerter wegpacken. Die Schwerter sind ja eher basic. Und der Plasmahammer, der scheppert nochmal anders rein. So, ich muss hier mal schön viel Schaden mitnehmen. Damit wir auch schön unseren eigenen Schaden pushen. Okay, ja, wir machen krassen Schaden. Also wenn wir einmal viel in die Gegner reingerannt sind und schon einen guten Prozentschaden haben, dann ist der Damage für diese Runde echt heftig. Fast 200 Schaden. Ach komm, ein bisschen ausweichen. Hier würde ich tatsächlich gerne Rüstung haben, wenn es geht. Angriffstempo nehme ich dann mit, weil ich will nicht zu viel Geld da reindübeln. Wir müssen uns natürlich noch auf andere Dinge konzentrieren. Oh, 6 Nahkampfschaden nehme ich auf jeden Fall mit. Den V, den nehmen wir für Welle 9 mit. Da können wir richtig viel XP absnacken. Mir fehlt immer noch eine Waffe übrigens. Ich habe einfach noch nicht mal volle Waffen hier. Perfekt. Egal. Ist für Welle 9 reicht das, was wir haben. Easy aus. Wir haben so viel AOE. Schwerter haben eine gute Range. Und der Plasmahammer hat die Explosion. Also da sollten wir gar keine Probleme haben. Und Schaden kriegen wir jetzt auch nicht so viel. Kommen ein bisschen durch die Gegner durchrennen, damit wir mehr Schaden machen. Vielleicht noch ein oder andere Material mitnehmen können. Ja, Geschützbombe nicht. Ritual, da sehe ich mich, mehr Schaden und ein bisschen mehr Heilung, warum nicht? Ah, hier auch wieder Angriffstempo. Angriffstempo ist, denke ich, auch nicht verkehrt, wenn ich mich da früh schon drum kümmere. Das macht einfach gar nichts. Minus 2 Ernte merkst du nicht mal auf dem Rittern. So, jetzt haben wir den V, das heißt, die Gegner machen 60% mehr Schaden, aber 50% mehr Schaden, nicht 60%, aber ich denke, das sollte absolut kein Problem für uns sein. Machen die mir 5 Schaden, obwohl die mir 50% mehr Schaden machen? Ja, okay, das ist absolut kein Problem für uns. Dann können wir jetzt mal ordentlich leveln hier in der Runde. Weil wir hier natürlich nochmal schön extra XP bekommen. Drei Level sind, glaube ich, sogar. Ne, wir haben schon 3 Level. 4 Level einfach. Sind 4 Level drin? Moment. Ah, ich glaube, 4 Level sind drin.
Okay, der Pfau hat sich richtig gelohnt. 4 Level sind natürlich sehr, sehr krass. Gift-Tonikum. Wir verlieren ein bisschen Regeneration, aber das Item ist viel zu gut, um es nicht mitzunehmen. So, mehr Rüstung auf jeden Fall. Mehr Crit, da sehe ich mich auch. 6 Nahkampfschaden sind lecker, aber 3 Rüstungen sind auch 6 Nahkampfschaden und wir kriegen die Rüstung halt noch. Also ist 3 Rüstungen in dem Fall deutlich effizienter für uns. Kleiner Muskelprotz, sehr, sehr gut. Nochmal kleiner Muskelprotz. Also Schaden, ja, ne, Schaden haben wir jetzt schon so extrem viel. Wir müssen einfach nur an den Punkt kommen, dass wir sagen, ey, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, Schaden zu nehmen. Das ist das Wichtigste, deswegen nehme ich auch so viel Glück wie möglich mit, damit wir mit vielleicht ja die Blutspende bekommen. Vielleicht sollte ich mich aber auch erstmal darum kümmern, dass ich überhaupt 6 Waffen habe. Aber ich habe das Gefühl, auf dem Ritter ist man eh so stark, so lange Zeit. Und meine Waffen sind so gut, was AOE angeht. Ich brauche gar keine 6 Waffen, ehrlich gesagt. Aber sollte ich mich schon darum kümmern, das ist dumm, keine 6 Waffen zu haben. Aber ich fühle mich halt überhaupt nicht schwach oder so. Ich fühle mich eigentlich sogar ziemlich stark, muss ich sagen. Wir kriegen halt auch kaum Schaden durch die ganze Rüstung. Wir machen fetten Schaden, also. Oh, Kiste. Komm schon. Jawohl, sehr schön. Und noch eine vielleicht. Schade. Dünger brauchen wir nicht. 3, okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. Nochmal 3 Rüstung, also unser Schaden ist krank und noch ein Plasma-Hammer. Hey Leute, das wird ein Plasma-Hammer-Run, das sage ich jetzt schon. Schwerter sind aber jetzt für mich durch. Ich denke auch, da brauchen wir keine mehr von. Wir machen mehr als genug Schaden mit den Dingern. So, unser erster Elite-Gegner, den werden wir jetzt hoffentlich... Oh, es ist der einfachste, sehr schön. Muss halt nur ein bisschen Schaden nehmen, damit wir auch Schaden machen. Und seine Eier würde ich schon sehr gerne zerstören. Die nerven sonst nur. Aber wir machen den gleich schon, denke ich. Ich muss erstmal ein bisschen Schaden kassieren. Damit wir hier auch dem gut einschenken können. Ja, schaut euch das mal an. Gar kein Problem. Und unser erster Elite ist zerstört. Sehr schön. Oh, wie weit der Plasma-Hammer manchmal die Gegner auch wegschallert. Einfach ein anderes Universum fliegen die manchmal. Wenn das explodiert noch, wenn man die haut. So, jetzt komm, bitte, 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 bitte. Ah, schade. Leider nicht das Item, was wir brauchen. Ist ein Allrounder-Item, ist okay. Ah, aber leider nicht das, was ich gern gehabt hätte. Ah, Schwerter. Ja, doch, komm, ich upgrade die Schwerter weiter. Ist vielleicht nicht so smart, die nicht mehr zu upgraden. Nahkampfschaden, Crit, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich auch mit. Wie viel Nahkampfschaden habe ich? 88 Nahkampfschaden. Glaube, ich upgrade die Schwerter schon weiter. Wer weiß, wann die nächsten Plasma-Hammer kommen. Deswegen upgraden wir das doch mal vielleicht weiter. Ich war ein bisschen gierig von mir, das nicht zu machen, so nach dem Motto, ich nehme jetzt nur noch Plasma-Hammer mit, aber wer weiß, ob die überhaupt noch kommen. Weiß man nie. Noch sind wir aber so stark, dass wir einfach auch easy die ganze Zeit den Schaden der Gegner tanken können. Ich hoffe bei jeder roten Kiste, die wir kriegen, auf die Blutspende und in jedem Shop auf die... Auf die... ja, auf die Blutspende hoffe ich auch. Wer ist eine blutige Hand? Auf die hoffe ich vor allem. Oh, da ist der nächste Plasma-Hammer. Sehr geil. Explosionsschaden nehmen wir jetzt auch mit. Von 110 auf 145 Schaden. Holy moly. Also der Plasma-Hammer, der will es wissen.
Das ist schon heftig. Wir machen mit... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen jetzt mit einem Plasma-Armer. Selbst wenn wir nicht der Masochist wären, machen wir schon echt guten Schaden. Also selbst wenn wir nicht Schaden nehmen müssten, um unseren Schaden zu buffen, ist unser Schaden echt gut gerade. Das ist ein gutes Zeichen. So, das haben wir easy gemacht. Welle 13, auch gar kein Problem. Nächste Welle kommt der nächste Elite. Sollte aber, denke ich, auch machbar sein für uns. Also ich denke, wir sollten jetzt bis zum Endlos-Modus eigentlich ganz gut durchkommen. Ich sehe uns schadenstechnisch sehr, sehr weit oben. Und überlebenstechnisch eigentlich auch. Also, ach nee, es kommt gar nicht der nächste Elite. Ich habe gelogen, es kommt einfach gar nichts. Nächste Welle ist eine Horde-Welle, die sollte aber auch mega easy werden. Hier sollten wir auch einfach alles wegslappen. Ich finde das so geil, wie der Plasma einfach manchmal die Gegner so komplett wegschallert. Jetzt einfach ins Nichts. Plasma müsste ich auch mal öfter benutzen. Das ist schon eine ziemlich geile Nahkampfwaffe. Aber leidet halt auch wieder unter dem Level 3 Nachteil, dass es halt einfach nicht so oft kommt, weil es nur ab Level 3 spawnt. Einfach so Waffen, die manchmal einfach nicht kommen. Aber auch eine ziemlich, ziemlich nice Nahkampfwaffe. Du warst auf dem Bergmeister oder so, wäre bestimmt auch mal lustig. Ich muss auch mal das neue Brett ausprobieren, tatsächlich. Ich glaube, ich werde die Tage auch noch einen mal Run ohne Mod machen. Da werde ich mal das neue Brett spielen, weil das Brett wurde auch deutlich verbessert. Von dem, als ich das letzte Mal benutzt habe. Okay, 25% Schaden für 3 Rüstungen. Wir haben 39 Rüstungen. Ich glaube, das kann ich aufopfern. Also, oh, 10 Nahkampfschaden, holy moly, so viel Schaden. 2 Rüstung, 5 Tempo, ja gut, die Rüstung tut weh, dadurch verliere ich natürlich auch Schaden, aber das holen wir uns alles wieder. Also das neue Brett hat jetzt, glaube ich, 50% Scaling von Anfang an. Vorher hatte das 25, also das Scaling vom Brett wurde einfach verdoppelt. Das werde ich definitiv, glaube ich, auf dem Werkmeister mal testen. Und dann mal gucken, was damit möglich ist. Also auch mit Elementarschaden skaliert und da kann man schon sehr, sehr viel rausholen. Also ich glaube, das könnte eine ziemlich geile Run werden, wenn alles klappt. Und dann später vielleicht auf Plasma Hammer oder so gehen. Die ja auch mit Elementarschaden skalieren. Also ich glaube, da ist Potenzial da. Okay, hier ist auch absolut gar kein Problem durchzurasieren übrigens. Absolut kein Problem. Okay, Banner nehme ich definitiv mit Attack Speed, wie gesagt. Das Attack Speed ist eigentlich der einzige Stat, der den Ritter zurückhält. So. Alles andere außer Attack Speed ist immer richtig, richtig stark. Aber Attack Speed ist halt echt schwierig auf dem Ritter zu bekommen. Einfach weil er so wenig bekommt. Und immer halt nur 50% Attack Speed, das merkt man halt schon. Wenn das nicht wäre, dann wäre der Ritter einfach komplett krass, aber er muss natürlich auch einen kleinen Nachteil haben, damit er nicht komplett ausrastet.
So, damit haben wir Welle 16 auch locker easy weggehauen. Gar kein Problem. Und jetzt geht's auf. Oh, eine Silberkugel. Oh, die Powerfaust. Boah, die habe ich auch ewig nicht mehr. Ich muss auch mal wieder so einen waffenlosen Run machen. Also so waffenlos habe ich auch ewig nicht mehr gespielt und auch im Endlosmodus auch noch nie ausprobiert. Oh, ich muss eigentlich mal wieder ohne Mod auch ein paar Runs machen. Ich glaube, da werden wir einmal das Brett ausprobieren und waffenlos werde ich auch nochmal ausprobieren. Kann ich schon mal spoilern? Da wird auf jeden Fall was kommen. Weil die Powerfaust, ich überlege jetzt auch gerade, ob ich die nehme. Wie viel Schaden macht die denn? Die Skelett 1 zu 1, aber explodiert halt auch, ne? Ist halt auch nicht schlecht. Nehmen wir mit? Verdammt, ich sollte rechnen lernen. Ist aber egal, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob wir das Geld dafür haben. Machen wir es trotzdem. Vertraut mir. Ich muss nicht mal schauen. Okay, ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Schaden nehme. Aber ich würde sagen, das machen wir. Und tschüss. So, jetzt bitte blutige Hand. Bitte, 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 bitte. In dieser roten Kiste, wenn da blutige Hand drin ist, dann tanze ich im Quadrat. Einfach eine blutige Hand. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte, bitte, bitte. Aha, Querschläger. Ah, es hätte so schön sein können und dann sind es Querschläger. Verdammt. Leider keine blutige Hand. Crit ist lecker. Ausweichen wäre auch nicht schlecht. Ja, wir haben so viel Rüstung. Wir nehmen Crit. So, jetzt kann ich mir die Powerfaust aber leisten und das hier nehme ich auch noch mit. Wie viel Crit habe ich jetzt eigentlich? 45%? Joa, ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wilder Ritterbild. Also wir haben irgendwie alles, was geht mit. Und schaut euch das mal an. Ich habe noch keinen Schaden genommen und wir machen einfach schon richtig, richtig dicken Schaden. Das jetzt noch mit einer blutigen Hand und wir würden, glaube ich, jetzt schon die Tausender bald knacken. Vom Schaden her, wenn wir kritten. Hat auf jeden Fall Potenzial. Explosionsgröße muss auch noch hoch. Das steht fest. Explosionsgröße muss ganz, ganz dringend hoch. Sonst ist schade, wenn ich die nicht hochbekomme. Okay, schön für die Kisten, das ist sehr gut. Das brauche ich alles nicht. Verbandskasten. Ich meine, wir haben 4 Regenerationen. Ich denke, den können wir schon ganz gut ausnutzen. So, hier würde ich Rüstung haben. Ja, 4 Rüstung. Wir haben 40 Rüstung. Das sind wie viel Nahkampfschaden? 80 Nahkampfschaden. Also schon eine Menge. Blitzklinge 4. Ist, glaube ich, jetzt nicht unsere Waffe. Diesen Run. Nochmal ein Plasma. Mal sehr schön. Können wir schon das nächste Schwert in den Ruhestand schicken. Ich denke auch nicht, dass wir in dieser Welle ein Problem haben. Und ich denke auch nicht, dass wir den Welle 20 Boss irgendwie nicht schaffen werden. Ich hoffe, dass wir auf den 2 roten Kisten. Die Chancen sind nicht so hoch. Wir haben noch kein einziges rotes Item, was Einzigartiges bekommen. Die Chancen sind nicht so hoch, dass wir da die blutige Hand kriegen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung auf die blutige Hand stirbt einfach wie immer zuletzt. Deswegen hoffe ich, dass wir die jetzt gleich aus den 2 Versuchen haben. Wir noch 2 rote Kisten, die letzten roten Kisten des Runs. Danach ist Endless-Modus angesagt. Gummibärsäcker brauchen wir nicht. Ich nehme ein bisschen Ausweichen mit.
für später. Dann kombinieren wir uns mal ein rotes Schwert. Nehmen noch ein Plasmahammer mit. Gut, da ist ein einzigartiges Item. Das kaufe ich jetzt auch. Dann kann das nicht mehr kommen. Das heißt, das ist ziemlich gut für uns. Jetzt ist die Frage, werden wir Glück haben? So, ich stell mich mal hier drauf. Schaut euch mal den Schaden. Also der Schaden ist wirklich krass dafür, dass ich halt Masochist bin und eigentlich noch Schaden nehmen muss, damit ich Schaden mache. Der Schaden ist anders heftig. So, tschüss. Weg mit dir und weg mit dir. Du solltest auch jetzt weg sein. Sehr schön. Also bis Runde 20 war wirklich absolut kein Problem. Leider konnten wir bis jetzt noch nicht wirklich unsere Masochistenseite ausnutzen. Außer, dass wir halt ziemlich gute Startwerte hatten. Easy. Panda. Ah, das ist schon mal eins der Items, die ich nicht brauche. Jetpack. Ah, ist auch nicht geil. Nochmal Jetpack? Ach komm. Ich brauche es eigentlich jetzt echt nicht nochmal. Ausweichen ist halt nice to have. Ich nehme es mit. Wir haben ziemlich viel Rüstung. Das passt schon, aber ausweichen ist halt später eh besser. Oder beziehungsweise beides ist halt gut. Ich weiß ja nicht. Rote Items bis jetzt durchwachsen. Kann ich nur sagen. Nur, kann ich leider nur durchwachsen zu sagen. Aber es ist noch nichts verloren. Wir haben auch nicht so wirklich was zur Geldgenerierung. Natürlich auch wieder schlecht. Aber bis Runde 30 haben wir noch Zeit, definitiv irgendwas auf die Beine zu stellen. Und danach wird es dann halt langsam schwierig. Aber wir haben auch nicht viele Leben und so. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Bin noch optimistisch. Unser Schaden ist sehr, sehr gut. Wir haben viel Rüstung. Wir haben viel Regeneration, was natürlich das Leben auch erleichtert. Eine Kartoffel einfach so, ja, ist nett. Scharfe Soße ist auch nett. Jetzt nichts Krasses unbedingt, aber kann man mitnehmen. Die Spinne gibt halt einen dick Attack Speed, ne? Und Ernte ist uns sowieso egal. Und Ausweichen habe ich eh jetzt genug. Da können wir ruhig minus 6 mitnehmen. Ich würde sagen, die Spinne ist nicht schlecht. So, jetzt hier erstmal ein bisschen Schaden nehmen. Das Problem ist halt, je länger wir im Endlos-Modus sind, desto schwieriger wird das Schaden nehmen dann auch. Denn natürlich, je mehr Schaden wir nehmen, beziehungsweise wir nehmen halt einfach, die Gegner werden immer stärker. Und irgendwann ist unsere Rüstung auch einfach nicht mehr so viel wert. Und dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn wir in der Lage sind, dass wir keinen Schaden mehr von den Gegnern nehmen müssen, aka die blutige Hand haben. Aber ich weiß jetzt schon, jetzt in einem Run, wo ich Blut spende und blutige Hand eins von beiden brauchen könnte, wird keins kommen. Leider, leider, genau jetzt, wo wir es brauchen, machen die sich rar. Boxhandschuh, scharfe Soße ist auch nicht schlecht. Monade brauchen wir nicht mehr wirklich. Und ja, Sparschwein ist natürlich komplett sinnlos. Ein paar mehr Leben sind nicht schlecht. So, die Spinne, die packe ich mir jetzt ein. Minus 2 Ernte, da komme ich mit klar. Gifttonikum nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr, sehr gutes Item. Das Item ist auch nicht schlecht. Wir kriegen 100% mehr XP, aber die Gegner werden 8% schneller. Wir kriegen aber auch 3% Schaden für jeden Prozent, den die Gegner schneller sind. Das heißt, wir kriegen 24% Schaden nochmal oben drauf, wenn wir das hier nehmen. Das ist, denke ich, nicht schlecht. Für 836, was? 63? Warum ist denn der Shop so teuer? Holy moly, 863 ist eine Hausnummer in Welle 23.
Das schmeckt mir jetzt aber gar nicht. Achso, 836 Materialien für ein rotes Item. Vielleicht ist das Item auch einfach so teuer, weil es halt ein gutes Item ist. Es ist halt von der Mod, nicht wundern, es ist kein neues Item aus dem Vanilla-Spiel, sondern es ist ein Item aus der Mod. Finde ich auch ein relativ balanced Item. Die Gegner schneller zu machen ist schon ein Nachteil, je nachdem. Kann später schon echt ekelhaft werden, wenn die Gegner einfach ultra schnell sind und dich einfach totlaufen. Die nicht mehr schnell genug töten kannst. Deswegen, man kriegt aber natürlich auch Schaden raus, indem man die eher schneller macht. Also Risk and Reward, denke ich, genau richtig angebracht an der Stelle. Silberkugel, sehr, sehr gut. Die werden wir auf jeden Fall einpacken. Ich habe es vergessen festzustellen, oder? Ist aber auch nicht so schlimm. Ich muss ehrlich sagen, 800 ist schon sehr, sehr teuer. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich habe es vergessen zu speichern, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich denke, 800 ist besser investiert in andere Items. An der Stelle aktuell. So, ich muss leider immer noch in die Gegner reinrennen und hoffen, dass ich nicht sterbe. Anders geht's nicht aktuell. Okay, und langsam wird es hier ein bisschen eng. Immerhin haben wir eine Menge Rüstung, aber wie gesagt, Rüstung wird halt in den höheren Runden dann auch irgendwann, gerade wenn wir so wenig Leben haben. Wenn man viel Rüstung und viele Leben hat, dann ist man halt an so einem Punkt, wo man extrem, extrem stark ist. Wir haben aber leider ziemlich viel Rüstung, aber nicht so viel Leben. Das heißt, da büße ich dann etwas ein und wenn ich dann später die Gegner schnell getötet kriege. Wir machen krassen Schaden, also wir machen gerade 1033 Schaden, wenn wir krippen. Also das Potenzial ist definitiv da. Aber geldtechnisch ist absolut Flaute bei mir. Ich denke, bis Welle 30 sollten wir es noch schaffen. Ob ich es dann noch... Also ich glaube, Welle 40 wird schon sehr, sehr hart mit unserem Setup. Da fehlt einfach ein bisschen was. Da fehlt so ein bisschen die Power, muss ich zugeben. Das letzte bisschen. Ich war bei den... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es jetzt nicht nur darauf schieben, aber ich war bei den roten Items eben schon sehr unlucky. Da gab es schon echt viel Müll raus. Aber wie gesagt, ich bin noch optimistisch. Ich schmeiß noch nicht die Flinte ins Korn. So, 25 auch easy gemacht. Chamäleon brauchen wir nicht. Ah, Glaskanone ist natürlich... Ist viel Schaden. Wir verlieren leider natürlich auch eine Menge Rüstung dadurch. Aber ich denke, das ist es auf lange Sicht wert. Ey, wir haben jeden Stat grün, außer Ernte, minus 2, verdammt. Da ist noch ein Plasma. 740 schon? Wieso kostet der denn schon 740? Also die Preise im Shop sind gerade schon sehr, sehr wild. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Coupon bekommen. Und man hat ja durch die Mod 10% teurere Shops, damit man aber nur 10% teurer und die sind so teuer in Welle 26. Das kommt mir schon spanisch vor. Aber anscheinend ist das gerade der Preis. Aber noch, hey, rettet uns die Rüstung, noch können wir einfach dadurch rasieren und den Schaden mitnehmen und dann die Gegner töten. Aber wir kriegen auch recht wenig Geld. Oh nein, Kiste, 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 komm schon. Nein, da waren zwei mit Kiste und ich habe es nicht hingekriegt.
Crit und Ausweichen nehmen wir mit. 25% Schaden gegen Elite und Bosse, das ist sehr, sehr gut. Aber ihr seht halt, ne, ich habe jetzt nicht mal 400 Material in einer Runde gemacht. Das ist nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Oh, Moment. Ja, und jetzt ist genau das, was ich meinte. Jetzt fangen die Gegner halt auch an, heftig Schaden zu drücken. Das heißt, ich kann auch nicht mehr einfach nur noch durchrennen und meinen Masochisten-Effekt stacken, sondern wir müssen jetzt auch echt ein bisschen aufpassen, was ich, wie viel Schaden ich nehme. Das macht die ganze Sache jetzt nicht einfacher. Komm schon, der Baum, gib mir eine Kiste. Verdammt. Ich kann mir den immer noch nicht leisten. Ich bin... Oh, das ist gut. Ich bin so arm. Ich bin richtig arm, ey. Mehr Ausweichen und Crit her damit. Ja. Wir machen halt trotzdem ziemlich guten Schaden, muss ich ehrlich sagen. Also 1200 Schaden, obwohl ich nicht meinen Masochisten so wirklich jetzt stacken kann im Moment. Ich werde da zwischendurch mal getroffen, aber da muss ich halt auch extrem aufpassen nach dem Hit. Dass ich dann nicht einfach komplett wegrasiert werde. Level 28 ist noch machbar, aber ich sehe langsam, die Damage-Zahlen gehen in die Höhe. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, dass wir Welle 30 noch schaffen. Alles danach ist praktisch noch ein Bonus. Ich glaube, dann geht uns langsam die Puste aus einfach, weil ich mir nichts leisten kann. Ich versuche weiter auf den zu sparen. Das ist, glaube ich, das letzte Item, was ich mir noch leisten kann, bevor dann Sense ist, gefühlt. Da sieht man halt doch, glaube ich, sehr eindrucksvoll, wie viel Unterschied im Endlos-Modus diese Items machen, die dir Gold geben. Also zum Beispiel als bestes Beispiel die Jagdtrophäe, die macht so viel Unterschied. Also Materialien, wie Geld man halt bekommt. Wenn man das halt gar nicht hat und keinen Charakter, der da irgendwie noch ein bisschen was sich ercheaten kann, in Anführungszeichen, der da noch so ein bisschen Materialien irgendwie auf seine Art kriegt, dann... sieht das mit dem Geld schon sehr, sehr schlecht aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht auch mit dem Leben gerade sehr schlecht aus. Ich versuche es aber noch durchzuziehen hier. Aber ich glaube... Ah, komm schon. Nicht sterben. Wir machen halt guten Schaden. Einfach rein da. Alles wegknüppeln. Und easy. Gewonnen. Also, schön wär's. Runde 29 geschafft. Hätte Elementar schon eigentlich mitnehmen können, nicht Dulli. So. Ah. Bringt uns alles nichts. Leute, Welle 30. Kann sein, dass das schon unser Endgegner ist. Mal schauen, ob wir den Tod kriegen. 30 Schaden von einem Hit. Das ist, schmeckt mir gar nicht. Unser Damage schmeckt... Oh, nee, nee, nee. Komm schon. Unser Damage schmeckt mir auch nicht so gut. Oh boy, oh boy. Oh boy. Okay, das sieht sehr schlecht aus. Ich versuch's noch zu retten. Komm schon. Hau drauf. Töte die. Nein. Verdammt. Ah ja. Es war eigentlich ein cooler Run. Wir haben viel Boss-Damage gekriegt. Wir haben echt gute Waffen gehabt. Sehr, sehr starke Waffen, muss ich sagen. Aber rote Items, zwei Kartoffeln... Zwei Jetpacks, Verbandskarten, es war halt alles nicht geil. So. Also es waren keine schlechten Items, aber ich fürchte, da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Aber ich muss sagen, es hat trotzdem Spaß gemacht und ich sehe, dass die Combo Potenzial hat. Leider keine blutige Hand. Aber finde ich nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so viel weitergekommen wäre mit der blutigen Hand, weil wir einfach kein Geld mehr hatten und der Run einfach
Da hat es einfach gefehlt. So jetzt vielleicht noch so Mitte 30 wäre drin gewesen, aber ich glaube, dann wäre auch vorbei gewesen. Ich muss sagen, guter Run. Das war der Ritter und der Masochist zusammengeschweißt. Ich hoffe natürlich, dass euch das gefallen hat. Und ich denke, jetzt kommen in den nächsten beiden Videos, zumindest das nächste Video kommt jetzt mal wieder eins ohne die Mod. Da werde ich dann das neue oder das Brett mal spielen auf dem Werkmeister und mal gucken, was da so geht mit diesem neuen Brett, was jetzt deutlich stärker gemacht wurde. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das Video geschaut habt. Natürlich noch schöne Osterfeiertage, beziehungsweise ich glaube, das Video hier kommt am Samstag oder Sonntag, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall am Wochenende und ich wünsche euch noch schöne Ostern. Bleibt gesund, eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, ich bin raus für heute. Ciao, ciao.